Am 15. Mai feierte der Ischgl Bürgermeister Werner Kurz seinen 60. Geburtstag. Pandemiebedingt konnte diese Feier zu diesem Zeitpunkt nur im kleinen Rahmen stattfinden und wurde am 22. August in offizieller Form nachgeholt. Der Feier vorausgegangen ist eine heilige Messe samt Prozession. Die Feier zu Ehren des Bürgermeisters erfolgte unter Beisein zahlreicher Vereine und Ehrengäste. Werner Kurz ist eindeutig ein Vereinsmensch, wie es auch vielfach zu hören war. Der Werner, habe ich mir ja sagen lassen, oder habe ich gehört, der Werner ist ja seit 76 Mitglied der Feuerwehr Ischgl. Wenn man das heute zurückblickt, das sind 45 Jahre. Dann ist er bei der Schützenkompanie seit 77. Dann war er in seiner Jugend oder in seiner Lehrerzeit beim Fotoclub hat es gegeben in Ischgl. Da war er oben und sogar. Dann war er beim Tennisclub, beim Fußballclub. Er war überall da tätig und er war auch Schriftführer bei der Schützenkompanie. Ich kann nicht genau sagen die Zeit, aber sicherlich eine beachtliche Zeit. Einst schlug Werner Kurz den Beruf des Lehrers ein, ehe es ihn in die Politik verschlug. Ja, zuerst war ich Hauptschullehrer, jetzt heißt er Diplompädagoge. Das habe ich fast 26, 27 Jahre gemacht. Das habe ich auch mit Leidenschaft gemacht, weil mit Kindern habe ich sehr gerne gearbeitet. Und da war ich in Kappel und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Politiker gibt es keine Wünsche, es hat sich ergeben und der Werdegang hat sich 2004 mit Vizebürgermeister und 2010 dann Bürgermeister. Das hat sich eigentlich schon ganz früh ausgekristallisiert, weil er war ja einige Jahre als Vizebürgermeister tätig. Und dann war es eigentlich nicht mehr für mich eine ganz große Überraschung. Natürlich hat er Rücksprache mit mir und mit Daniel gehalten. Ja, und wie er dann Bürgermeister geworden ist, nachher haben wir uns alle mit ihm gefreut und er ist in seinem Amt gewachsen. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf ihn und ich versuche ihm den Rücken zu stärken und ihn ja, zu unterstützen, wo er mich braucht. Und ich glaube, er macht es ganz gut. Während der Ära von Werner Kurz wurden etliche Großprojekte realisiert. Auch schwierige Phasen galt es in der Gemeinde Ischgl zu bewältigen. Ja, wichtig ist einmal, wenn man was initiieren will, dann braucht man gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Das habe ich vor allem mit dem Vizebürgermeister, mit dem Gemeinderat und mit den ganzen Institutionen, wie Bretter, Seilbahn, Tourismusverband und VID. Die wichtigsten Meilensteine waren, den Schwerlastverkehr ins Fimbertal herauszubringen mit einem neuen Umfahrungsweg, das Kulturzentrum, Feuerwehrhalle, Parkinglast und viele Komponenten mehr. Es war eine spannende Sache, gibt es Höhen und Tiefen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bautätigkeiten ohne Ende. Ich glaube, eines der ersten war natürlich das, wo wir heute feiern, das Kulturzentrum. Aber ich kann jetzt da noch viele aufzählen. Und da hat er sich wirklich sehr, sehr bemüht. Das war ihm immer ein Anliegen und das hat er gerne gemacht und er will, dass etwas weitergeht. Das ist so ein Werner. Besonders hervorgehoben von allen Seiten wurde die stets angenehme Zusammenarbeit im Gemeinderat mit den Talgemeinden und mit anderen Institutionen. Zusammenarbeit mit Werner ist eigentlich wahnsinnig interessant, weil er ein abnormal ein kreativer Mensch ist und super Ideen hat und er sich auch mal von einer anderen Idee überzeugen lässt. Also wir vom DVB bzw. vom VID haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und da möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Nicht nur mit dem Bürgermeister, sondern mit dem ganzen Gemeindevorstand, dem Vizebürgermeister und auch mit den Gemeinderäten haben wir immer ein sehr gutes Übereinkommen. Und nichtsdestotrotz bringen wir auch so viele gemeinsame Pläne und Projekte über die Bühne, dass wir das alles nicht so verwirklichen können, wie wir uns das vorstellen. Der Werner als Politiker, glaube ich, ist einfach einer, der schnelle Entscheidungen will, der einfach so schnell wie möglich alles abgehandelt haben will. Als solches ist er auch tatendrangmäßig natürlich alle vorne dran und macht seine Sachen sehr gut. Und sonst als Mensch, sage ich, ist er eigentlich ganz ein unkomplizierter, ein lustiger Mensch, ein fröhlicher Mensch. Er verliert seine Monitor, er hat alle einen sauberen Schmäh drauf. Der Werner Kurz ist ein impulsiver Mensch, gleich wie ich. Aber wir kommen dann alle eigentlich wieder gut aus und es ist alle fein. Wir sind Berni nachtragend, alles gut. Ich bin zugänglich, bin ich nachtragend, bin konsequent und wenn ich was in Angriff nehme, dann mache ich es zu 120%.